Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen Meta-Guide für das Spiel Pokémon Unite. Heute stelle ich euch den stärksten Angreifer nach dem neuesten Patch vor, und zwar Pikachu. Ja, bevor wir mit dem Video anfangen, ganz nochmal kurz zur Erinnerung. Ich verlose momentan eine Nintendo eShop-Karte im Wert von 15 Euro, wie ihr die gewinnen könnt. Ganz einfach, Kanal abonnieren und kommentieren, welches Meta-Guide ihr als nächstes sehen wollt oder welches Pokémon ihr momentan spielt bei Pokémon Unite. Und sobald wir die 150 Abonnenten erreicht haben, werde ich die darunter verlosen. Und dann würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht, genug Schnabbernack, wir fangen direkt an mit dem Video. So, fangen wir an mit den Fakten und Stats über Pikachu. Pikachu ist meiner Meinung nach dem letzten Patch der beste und stärkste Attacker und am besten für die Top-Lane zu gebrauchen. Pikachu gehört daher meiner Meinung nach ganz klar zu den S-Tier-Pokémons. Und wenn wir uns auch vor allem die Werte von Pikachu anschauen, sehen wir, wie unglaublich hoch die Angriffswerte sind. Und da es natürlich der Attacker ist und wir die Angriffspunkte weiter steigen wollen, bauen wir es natürlich weiter aus. Und daher würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Held-Items. Denn für die Stunt-Pikachu-Build brauchen wir folgende Held-Items. Den Shell Bell, die Wise Glasses und die Special Attack Spec. Hiermit schaffen wir es bei Full Level des Items auf insgesamt fast 90 mehr Spezialattack, das Pikachu meiner Meinung nach einfach unglaublich stark macht und wie ihr es im Video seht, auch mit 2 bis 3 Pokémons auf einmal aufnehmen können. Mit Special Attacks, also da hat wirklich ein Pikachu bei Level 15 952 bis 954 Special Attack, das ja schon unglaublich hoch ist. Und wenn wir dann nochmal, wie gesagt, den fast 90 mehr Special Attack durchs Held-Item dazu rechnen, sind wir bei über 1000 und das ist absolut krank. Sehen wir uns mal das Battle-Item an. Das Battle-Item ist der klassische und beliebter Eject-Button, der in sehr vielen Guides verwendet wird, also so gut wie jeden Tag von mir in einem neuen Guide erklärt wird. Also wozu benötigt man den Eject-Button oder zu was ist der gut? Ganz einfach, du kannst ihn straight in eine Richtung flüchten und somit den Gegner entkommen oder hinterher spurten, um ihn noch zu erledigen. Und der Eject-Button hat eine Abklickzeit von 55 Sekunden und ich würde sagen, das Battle-Item ist abgehakt, genug erklärt und wir schauen uns mal direkt die Attacken an. Wir verwenden für Pikachu folgende Attacken und zwar Elektroball und Thunderbolt. Um die perfekte Kombination hinzubekommen, wie wir unseren Gegner am besten angreifen können, verwenden wir folgende Kombination: Thunderbolt, gefolgt von Elektroball und Thunderstorm zum Abschluss. So schallen wir beim Gegner ordentlich Damage rein und können diesen dabei auch noch perfekt stunnen. Ja, und zu guter Letzt in diesem Guide kommen wir zu den perfekten Mates für Pikachu, so wie wir Pikachu als Gegner bekämpfen könnten. Als Mates ist es ganz gut, einen Alolan Nighthawk oder Eldegoss zur Seite zu haben, da diese zwei Pokémons mit den Moves und der Rolle perfekt zusammen harmonieren. Mit Nighthawk hast du halt die Möglichkeit, du kannst den Gegner perfekt stunnen, mit Eldegoss wirst du geheilt. Also, welche Mates gibt es denn noch besser an der Seite zu Pikachu zu haben? Mit Pokémons aber wie Zeraora, Gengar und Machamp habt ihr eine Möglichkeit, Pikachu einfach zu besiegen. Mein Tipp liegt auf jeden Fall bei Zeraora, da dieses Pokémon mit dem Move-Effekt und mit der aktuellen Meta ein Pikachu wirklich chancenlos macht. Und da muss ich, glaube ich, wirklich nicht angehen. Jeder hat Probleme mit Zeraora oder Gengar momentan. Und ja, da würde ich sagen, das war's mit meinem kleinen Video zum Pikachu-Guide. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und natürlich ein Like. Und schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei, denn da streame ich momentan sehr aktiv Pokémon Unite. Deswegen würde ich mich auch daran freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Adios, Amigos. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.